Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Spider-Man auf der PlayStation 4. Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dickes Dankeschön an die Leute da draußen, die letzte Folge bewertet haben. Allgemein für die Unterstützung. Freue mich wirklich sehr. Da gebt auch Spider-Man einen Daumen nach oben für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank, Freunde. Wir sind hier immer noch im Labor. Versuchen hier Dr. Octavius unter die Arme zu greifen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir nochmal vielleicht irgendwas mitnehmen können. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, auf das, was ich bei der letzten Folge zuletzt gesagt habe. Ich weiß ja, viele Leute springen einfach schon nach 5 Minuten ab. Man kann ja ganz gut sehen, wie so die durchschnittliche Zuschauerdauer ist. Unter meinem ersten Tweet zu Spider-Man wäre es cool, wenn ihr Bock habt, da ein paar Bilder zu posten von dem Fotomodus aus Spider-Man. Vielleicht nehme ich da das eine oder andere geile Foto als Thumbnail ja sogar für das Projekt. Also das heißt, wenn ihr Bock habt, selber das Spiel habt, macht ein Foto im Fotomodus, ohne Spoiler natürlich, ohne Story-Spoiler oder sowas. Und postet es unter den ersten Post, zum ersten Part von Spider-Man. Würde mich freuen, wenn sich da ein paar Leute beteiligen. Bei Origins, also Assassin's Creed Origins, habe ich das ja auch schon gemacht. Und da kam auch das eine oder andere schicke Bild zusammen. Peter, so. Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Ja, habe ich das jetzt genug erklärt? Ja, wie gesagt, sollte natürlich ein eigenes Bild sein von euch. Und ja, allgemein so, selbst wenn ich das nicht als Thumbnail nehme, eine coole Bildersammlung ist immer nice, weil der Fotomodus soll ja richtig, richtig krass sein hier. Habe ich zumindest vor dem Release gehört. Ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr zum Untersuchen hier. Okay, dann gehen wir mal zum Hauptziel und schauen uns das Ganze mal an. Was ist denn hier los hier? Erzähl mal. Unbekannte Substanz. Dort hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Okay, dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihres Absorptionsspektrums zu identifizieren. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien im Spektrum in Einklang. Bewege den Cursor links, drücke X und mein Fragment. Okay, alles klar. Das ist ja klar. Das packen wir. So, platziere das Fragment in einem verfügbaren Platz, versuche die... Alles klar, ja, lass mich doch mal machen, dann bitte auch. Das kommt natürlich dorthin. Das kommt dorthin und das kommt natürlich dorthin. So, locker, easy, Muster gefunden. Substanz identifiziert. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Retro-Deutsch, was heißt Impedanz? Bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Impedanz, Alter. Verlasse das Labor. Okay, alles klar. Hauen wir ab hier. Ich sollte verschwinden, bevor Junge. Ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Wir haben schon über den Tag genug zum Lernen und so weiter. Wir wollen jetzt hier Spider-Man sein. Da, Punktsprünge. Alles klar. Was auch sehr cool ist, wenn man im Spiel so lange sich nicht bewegt, dass der Controller ausgeht, haben die Entwickler so einen coolen Bildschirm eingebaut. Vielleicht zeige ich euch den irgendwann mal. So, abgeschlossen. Mein anderer Job. Okay. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Rest. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Okay. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie
immer wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören! Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Mhm. Eines Tages. Ja, mal schauen. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Hm, ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett! Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Ja, ja, raffiniert, raffiniert. So, warte, wir haben es doch gerade. Was mache ich denn da? So, jetzt. Aha, 50 Erfahrungspunkte dafür. Aha. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? Jungs, was soll denn das? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Hey, komm wieder runter! Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderattacken. Okay. Bart, Junge! Oh, bist du K.O. bist? Warum lasse ich mich so krass? Warum? Boah, Junge, ich komme gar nicht mehr weg! Oh, Junge. Komm schon, geh drauf jetzt. Geh kaputt, Bruder. So, schön hochheilen. Du kriegst auch nochmal eins auf die Nase. So. Aha. Boah, dafür krieg ich 65 EP. Alter, nice. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt.
Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Oh mein Gott, Spider-Corp. Alter, habt ihr gelesen, Freunde? Wir kriegen also für jeden, jedes Verbrechen, was wir verhindern, eine Verbrechensmarke, wo wir unsere Ausrüstung verbessern können. Ja, das ist sie. Und da haben wir wieder die typische Sony-Synchronstimme. Sie ist überall vertreten, mehrfach in den Spielen. Ich sag's jedes Mal und hab bis heute immer noch nicht mal gecheckt, was der Typ sonst noch so macht. So, Verbrecher, blocken deine Nahkampfangriffe, setze Netze und Wurf wirkt ein. Alles klar, Junge. Ausweichen! Das wirst du bereuen! Wahrscheinlich werde ich das bereuen. Lass gut sein, Bruder. Junge, was ist das immer jedes Mal? Ist der K.O.? Na, schmeckt dir das, Bruder? Na, noch eine Tonne? Hast du immer noch genug? Hast du jetzt genug? Hast du jetzt genug? Alter, was hält dir aus? Moment. Ah, jetzt. Alles klar. Wir haben ihn. Oh, das macht man aber nicht. Was müssen wir jetzt machen? Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze den linken Sting, um das Ziel zu visieren und drücke R1 und... Oh Gott, nein, ich will es nicht falsch machen. Bam! Jawollo! Oh, dafür kriegen wir nur 5. Okay, Erfolgspunkte. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Okay. Halte Linkstick in Richtung Wand. Ja, okay. So. Na, so jetzt nicht. Warte, machen wir es aber so, komm. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Es ist unfassbar. Was labert der da für ein Bullshit? Aber egal, scheiß drauf. So kennen wir Spider-Man. So nicht anders. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. So, warte. Jetzt haben wir haben es gleich. Moment. So. Okay, nice. Also, wahrscheinlich endet das Ganze in diesen Türmen. Türmen wieder klar machen. Wahrscheinlich endet das Ganze in den Nebenmissionen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Weil das scheint so ein typisches Nebenmissionsding zu sein. Aber gut, wir gucken mal. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie das Ganze ineinander übergreift. Dass du erst eine Cutscene hast, dann hast du eine Aufgabe, dann wird dir das nächste gezeigt. Verbrechen kannst du bekämpfen, musst du nur aufspüren. Dann geht's direkt weiter und so. Das ist schon ganz nice gemacht. Wow, das war ein bisschen weit. Ah, hier unten. Was ist das? Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Viele davon wohl in der Stadt verstreut sind.
Alter. Okay, mit den Rucksackmarken kann man auch Ausrüstung verbessern. Das wäre vielleicht, also sowas, guck mal, sowas zum Beispiel, so Sachen einsammeln etc., das wäre doch vielleicht mal sowas für einen Free-Roam-Livestream oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, mal im Livestream so ein Stündchen mich hinzusetzen mit den Leuten und das mal streamen, ich da einfach durch die Gegend ein paar Nebenmissionen mache. Gut, okay, jetzt wissen wir Bescheid. So, Rucksack entdeckt, 25 HP. Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Ja, man kann schon verstehen, dass sie ein bisschen genervt ist, aber ey. So ist es. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Ah! Spider-Man, knallt ihn ab! Hallo, ey, wo prügel ich denn hin gerade? Geile Kameraperspektive gerade, Alter. Aha, da haben wir das Ausweichen gehabt. Yes, sehr gut, nice. Alles gut? Kommt da noch mehr? Noch mehr? Die Fluchtwagenfahrer. Wenn ihr euch so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. So sieht's aus, das stimmt. Komm her. Was ist das? Das war's. Und nochmal so eine Verbrechermarke bekommen. Sehr okay, schön. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops Unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Wahrscheinlich, Spider-Man. Wahrscheinlich war genau das der Fall. So, nächsten Turm, Freunde. So, warte. So. So ungefähr. Von der Höhe her. Ja, wir hatten es doch gerade. So. Türme enthüllen, Sammelobjekte, Herausforderungen und Nebenmissionen auf der Karte. Okay, Freunde. Das ist natürlich eine Sache. Allgemein, die wird jetzt kein Innovations... Ja, Orden, Auszeichnung bekommen oder sonst was. Das kennen wir schon mit den Türmen. Nicht das ist gut. Sachen aufdeckt. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Aber ist ja nichts Schlimmes. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Das kann ich dir nicht sagen, Spidey. Das kann ich dir nicht sagen. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Alles klar. Wenn man seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ich hab doch hier gerade... Aha. Ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Sammelobjekte sind. Aber jetzt wissen wir es, ja? Das habe ich doch gehört hier. Aha. Oscorp Besucherpass. Ach, shit. Rucksäcke gefunden, 55, boah. Okay, da vorne ist auch nur ein Turm. Ach nee, jetzt bin ich direkt schon wieder im Open-World-Trieb gefangen. Ich muss die Sachen mitnehmen, ich muss die Sachen aufdecken, die Missionen etc. Nehmen wir das mit, Freunde, wir waren eh sowieso dabei. So, warte mal, von der Größe her müsste das, glaube ich, passen ungefähr. So. Eins von drei in Greenwich.
Sehr schön. Ja, ist natürlich Assassin's Creed, ich sag mal, beziehungsweise Ubisoft-Style mit den Türmen. Will jetzt aber nicht behaupten, dass Ubisoft die ersten waren, die es genau so mit den Türmen gemacht haben, auf der Open-World-Basis. Aber man kennt's, denke ich, oder? Ja. Hui, yippie. So, aber ihr habt es gerade gehört, Spider-Man hat von einem Anzug gesprochen, an dem er arbeitet. Und das wäre natürlich sehr cool, wenn wir schon einen neuen Anzug bekommen, denn vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Unser Anzug ist ganz schön beschädigt. Unser Anzug ist ganz schön beschädigt. Wahrscheinlich wird es anders als in... Alle Einheiten. Ein Fahrzeug wird verfolgt. Oh. Unverzüglich nach Chelsea. Wird es anders sein als in Batman. Da hatte man das ja auch, dass er im Laufe der Zeit immer mehr Schramm am Anzug hatte. Da sind... Boah, hier sind so viele Sachen zu machen gerade. Man wird direkt schon wieder erschlagen, so ein bisschen, ja, von der Möglichkeit. Was ist das hier eigentlich? Für die Ladies hier, Freunde. Na, Ladies, gefällt euch das? Schön, oder? Schön. Wunderschön. Ah, da müssen wir hin. Sorry, hallo, lass mich mal hin. Zum Labor, obwohl, wir machen das beim nächsten Mal, ja. Wir machen das beim nächsten Mal. Die Folge ist schon wieder lang genug. Ja. Nebenmissionen, sehr, sehr viele Nebenmissionen. Einführung der Möglichkeiten, wie wir die Sachen aufdecken auf der Map. Wir kennen das. Wir sind natürlich so ein bisschen immer noch in der Tutorial-Phase. Das gehört halt einfach immer noch so ein bisschen zum Tutorial dazu, dass uns das Spiel das zeigt, wie wir die Sachen aufdecken können, wie wir Nebenmissionen machen können, wie wir uns aufleveln, aufrüsten, etc. können. Wir kennen das, Freunde, wir kennen das. Fähigkeitspunkt habe ich einen neuen dazu bekommen. Das können wir nochmal ganz kurz abchecken. Perfekter Treffer. Drücke Quadrat in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren. Erhöht das Timingfenster für perfektes Ausweichen. Drücke Quadrat und Dreieck dann. Ja. Ich glaube, dann nehme ich doch, warte mal, das hier. Das war doch, genau, dass wir eingesponnene Gegner wegschleudern können. Das machen wir, Freunde. Benchmarks. Ach du, oh, das sind die Herausforderungen, die wir gerade gesehen haben. Und das ist die Sammlung. Rucksäcke. Na gut, okay. Freunde, es gibt viel zu tun, ihr seht es. Das war's allerdings, wie gesagt. Lasst gerne Feedback weiterhin da, würde mich sehr, sehr freuen. Gerne eine Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr auch natürlich beim nächsten Mal dabei seid. Das war's. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.